Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und ihr werdet auch ein super tolles Jahr haben. Ich habe euch ja auch schon nach euren Vorsätzen gefragt auf Insta, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich schreibe euch mal meinen Insta-Namen hier rein. Und ihr habt mich voll bombardiert mit Nachrichten, ob ich euch meine Weihnachtsgeschenke zeigen kann oder meine Geburtstagsgeschenke. Ich hatte ja am 2.1. Geburtstag. Und deswegen dachte ich, ich mache jetzt einfach ein YouTube-Video und zeige euch die ganzen Geschenke in einem Video. Ich habe einmal, was ich mir echt lange gewünscht habe, sieht man das? Von Charlotte Tilbury, einen Highlighter bekommen. Ich finde den so toll, ich traue mich den halt noch nicht zu benutzen, weil der noch so clean ist. Ich habe Angst drauf zu drücken, aber irgendwann kommt der Moment, aber ich finde das so toll. Immer als ich den wollte, war der ausverkauft. Und jetzt habe ich ihn. Ich glaube, das war auch sehr schwer, den zu bekommen, weil der ist wirklich immer ausverkauft. Und wenn ihr mal irgendwie Produkte von Charlotte Tilbury habt, schreibt mir mal bitte bei Insta, wie ihr die Produkte findet, auch den Bronzer. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde den auf jeden Fall testen und euch auch mal Bescheid sagen. Darüber habe ich mich mega doll gefreut. Dann, hier liegt auf dem Boden. Ich habe von Kylie Jenner mir auch ein paar Sachen gewünscht. Und da habe ich einmal dieses Set hier bekommen und ich finde das so, so toll. Ich finde, das sieht so hochwertig und schön aus. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es aussieht, Leute. Wartet mal. So. Es sieht so schön aus. Es sind drei verschiedene Lipöle. Einmal so ein, ich zeige es mal, so eine Farbe, dann so ein Rot und dann so ein durchsichtiges Pink. Und die riechen wirklich alle so. Wow, ich kann es euch mal zeigen. Wartet. Da habe ich mich darüber auch mega gefreut. Die verleihen nur ein bisschen Farbe. Warte, sieht man das so, wenn ich das so zeige? So. Es ist wow. Ich liebe es. Die riechen mega, die verleihen nur ein bisschen Farbe und die halten auch wirklich lange. Und ja, darüber habe ich mich einfach mega gefreut, weil es auch so cute aussieht. Und es ist rosa und es sieht cute aus. Und dann freut man sich irgendwie auch nochmal mehr. Ich liebe das. Dann habe ich noch zu Weihnachten einmal so eine Mappe bekommen. Die ist auch so am Glitzern. Und das ist von so einer amerikanischen YouTuberin. Und das ist halt so ein Pinselset. Also da sind ganz viele Pinsel dabei. Die sind alle echt weich und toll. Ich habe schon einen benutzt und für meine Augenbrauen umranden. Und die sind wirklich richtig, richtig gut. Und darüber habe ich mich auch mega gefreut. Und dann waren auch noch meine Oma und Opa dabei. Die haben mir Geld gegeben. Ja, ich muss gerade überlegen, ob ich noch was bekommen habe. Ja, ich habe noch drei Sachen bekommen von Gymshark, weil ich gehe ja ins Gym. Da habe ich mir auch ein Set gewünscht, weil jeder hat irgendwie so Sachen von Gymshark und die sehen auch immer so schön aus. Deswegen habe ich mir da auch was von gewünscht. Und zwar habe ich mir einmal so eine Gymshark-Jacke hier gewünscht. Die habe ich auch bekommen. Die passt perfekt. Die sieht auch mega toll aus. Damit war ich auch schon trainieren. Dann habe ich passend zu der Jacke noch ein Oberteil bekommen. Ich liebe das. Ich habe es anprobiert und ich fand es super. Und der Stoff ist zwar dünn, aber er ist so weich. Er ist gar nicht kratzig oder so kalt auf der Haut, der ist einfach weich. Ich versuche euch das hier gerade zu zeigen. So sieht das aus. Es ist halt bauchfrei. Es ist langarm. Und was ich liebe, ist, wenn das hier an den Ärmeln so ein Loch hat, wo der Daumen durchguckt. Das mag ich richtig dolle. Und dazu halt auch die passende lange Leggings, aber die ist gerade in der Wäsche, weil ich damit trainieren war. Und falls ihr euch irgendwie überlegt, was von Gymshark zu kaufen, aber euch nicht sicher seid oder wegen dem Geld, weil es ist ja schon etwas teurer, kauft es euch. Weil, also es lohnt sich halt auch. Und das fühlt sich auch so toll an. Ich liebe das einfach. Und ja, ich glaube, das war's an Weihnachten. Ah ja, ich habe noch einen Gutschein von meiner Tante bekommen zum Klettern. Und dann habe ich von meinem Partneronkel noch einen Zalando-Gutschein bekommen. Mit Zalando-Gutschein kann man bei mir nie was falsch machen. Ich liebe das. Und dann habe ich auch noch einen Gutschein bekommen, aber ja, der ist hier drin. Warte, ich kann es euch zeigen.
Genau, habe ich noch einen Gutschein bekommen. Und jetzt zeige ich euch die Geschenke, die ich zu meinem Geburtstag bekommen habe. Das ist etwas mehr. Ich zeige euch erst die Sachen, die ich ausgepackt habe. Und dann zeige ich euch die Sachen, die ich bekommen habe, als wir shoppen wollen. Weil immer, wenn ich Geburtstag habe, gehen wir shoppen. Dann kann ich mir da selber noch ein paar Sachen... Ja, ignoriert jetzt das. Auf jeden Fall habe ich einmal ausgepackt. Macarons, auch pinke. Ich liebe pink. Ich habe auch schon zwei gegessen. Hier ist nur noch einer drin. Ich zeige es mal. Der ist so pink. Das schmeckt nach Maracuja. Und ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Und dann einmal, darüber freue ich mich richtig, weil ich mache mir immer so Zöpfe mit einer Klammer. Und dann mache ich die so darüber. Dann sieht es aus wie so ein Zopf. Das mache ich in meiner Schule. Und da habe ich so ein ganzes Set bekommen. Einmal mit diesen Farben und einmal noch eine schwarze. Aber die liegt dort, weil ich die schon benutzt habe. Die finde ich mega. Und damit kann ich auch richtig gut was anfangen, weil sowas benutze ich eigentlich fast jeden Tag. Dann habe ich einen Gutschein bekommen, was ich auch ausgepackt habe von meinen Eltern. Ich kann es mal kurz so zeigen. Hier ist ein Gutschein drin für meine Piercings, weil ich habe ja mehrere Piercings. Und ja, ich wollte auch schon einen neuen Schmuck haben und so. Und das ist jetzt ein 30€ Piercing-Gutschein, wo ich mir meinen Schmuck aussuchen kann, neuen Schmuck wählen kann. Und ja, dann habe ich neuen schönen Schmuck. Und ich kann mir den aussuchen. Und meine Mutter meint, die haben da richtig, richtig viel Auswahl. Und darauf freue ich mich mega. Ich möchte schon eigentlich morgen dann, also Freitag, mir meinen Schmuck aussuchen. Ich möchte nämlich hier am Helix einen Ring haben. Und hier auch einen Ring. Und wenn das Geld dann noch reicht, meine Ruck wechseln. Und ja, das finde ich toll. Genau, und dann habe ich hier was von meiner Kette bekommen. Da war nämlich eine Kette drin, die sieht... Oh, wartet mal. So aus kann man die sehen. Das ist eine Kreuzkette. Ich habe schon öfter mal erzählt, dass ich eine gerne haben würde. Und meine Mutter hat ganz gut zugehört. Und dann habe ich die bekommen. Und ich finde die mega toll. Dann habe ich noch eine Kette bekommen, die habe ich auch schon an. Die habe ich auch ausgepackt an meinem Geburtstag. Ich versuche es euch mal so nah zu zeigen. Das ist diese Kette und ich finde die so traumhaft schön. Ich habe mich so gefreut über diese Kette. Die habe ich von einer ganz besonderen Person bekommen. Und ja, ich glaube, das... Ah ne, dann habe ich noch das ausgepackt. Meine Lieblingssüßigkeit. Ich liebe es. Ich finde die so lecker. Wenn ihr die noch nie probiert habt, probiert die. Das ist, glaube ich, schon in 2-3 Wochen meine... 4. Packung, 5. Packung, die ich angefangen habe, weil ich liebe es. Genau. Ah, und dann habe ich noch eine Sache ausgepackt. Und zwar diesen Pulli. Und ich finde den so toll. Ich weiß nicht warum. Ich finde den einfach so geil. Die Farbe kommt gar nicht so krass rüber, wie sie eigentlich ist. Die ist so beige. Also ein richtig schönes Beige. Und der sieht so vintage aus. Und so toll. Und ich stelle den mir einfach richtig gut vor mit meiner grünen Jogginghose von Adidas. Und der ist so weich. Leute, ich hatte den sofort an. Der ist einfach... Er ist wow. Ich liebe den. Der ist richtig toll. Genau, dann habe ich noch eine Cappy bekommen. Die ist aber oben. Von Levi's. Und noch eine vernünftige Pinzette. Weil ich ja immer meine Augenbrauen zupfe. Mit einer dünnen Seite und mit einer dicken. Also das sind zwei Stück, die auch mal gut sind und nicht so schnell verstumpfen. Aber die sind auch gerade dort. Genau, das waren die Geschenke, die ich ausgepackt habe. Und jetzt kann ich euch ja nochmal zeigen, was ich so von meiner Familie bekommen habe. Ich habe viel Geld bekommen, dann noch mehr Gutscheine. Hier auch ein DM-Gutschein. Mit DM kann man auch nie was falsch machen. Ich liebe das. Und ja, da waren wir ja shoppen. Jetzt habe ich euch die Sachen, die ich gekauft habe, als wir shoppen waren. Und zwar habe ich einmal Ohrringe geholt, weil die waren nötig, weil ich verliere meine Ohrringe ständig. Von Brigitte, oder wie das heißt, habe ich mir einmal die hier ausgesucht. Finde ich mega. Ich habe ja hier drei Stück, dann kann ich die richtig schön hier so anziehen. Und dann habe ich mir nochmal Stecker geholt. Und zwar einfach so Basic-Stecker. Finde ich ganz cute. Genau, die beiden Sachen habe ich mir dort ausgesucht. Und dann bei Douglas habe ich auch was von Kylie Jenner ausgesucht. Und zwar ein Highlighter.
Also mein Lieblingspart von Schminken ist wirklich Highlighter. Ich liebe Highlighter. Habt ihr ja auch schon gemerkt. Ich habe ja auch schon einen bekommen. Genau, der sieht so aus. Ich zeige euch mal, wie toll der aussieht. Wartet. Sieht man das? Sieht man das irgendwie? Wie der aussieht? Ich glaube schon ein bisschen. Der ist auf jeden Fall so gold. Und ja, ich habe mich einfach verliebt und den wollte ich auch schon seit einem halben Jahr. Ich habe den schon mal gesehen, aber ich habe mir den irgendwie nicht geholt. Und jetzt ist es dazu gekommen. Ich bin sehr happy damit. Weil der sieht auch einfach toll aus, ne? Ja, dann waren wir bei Thalia. Da habe ich mir einmal so, also ich glaube, hat einen so manifestieren und so. Und da gibt es halt so eine Ecke, auch so mit irgendwie meditieren, Zeugs und so. Und da habe ich mir einfach so erholsame Schlafkräuter geholt. Also das zündet man irgendwie an und dann kann man besser schlafen. Sieht so aus. Und das riecht auch richtig stark, aber es riecht irgendwie richtig gut. Also es ist ganz cool. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann habe ich hier noch Räucherstäbchen gekauft. Weil die kann man anmachen, während man manifestiert. Ja, die habe ich geholt. Die waren irgendwie alle so stark am Riechen. Die riechen auch richtig stark. Also die haben auch irgendwie alle nicht so gut gerochen. Aber da hat das hier mit am besten gerochen. Und dafür habe ich dann noch so einen Ständer gekauft, wo ich die reinstellen kann, damit die stehen und man die anmachen kann. Aber es ist auch gerade oben, weil wir das schon benutzt haben. Und ja, ich komme gerade ein bisschen durcheinander, wenn ich ehrlich bin. Ach ja, dann waren wir noch bei Hunkemöller. Habe ich mir Unterwäsche geholt. Ja, genau. Aber die zeige ich euch jetzt nicht. Und dann geht es jetzt weiter mit den Klamotten, die ich mir noch gekauft habe. Und zwar habe ich mir einmal bei JD von The North Face so einen Langarm geholt. Ich glaube, ihr kennt sowas. Das, Mann. So, mit so einem Reißverschluss. Das kann man hier so ein bisschen aufmachen. Und es liegt halt einfach etwas enger. Und ich fand das halt mega toll. Ich habe das schon so oft gesehen. Eigentlich wollte ich das in Grau. Aber jetzt habe ich das in der Farbe und ich finde die richtig toll. Das kann ich fürs Gym anziehen und das sitzt auch richtig gut. Es sitzt nicht wie eine Wurst, aber es sitzt eng und dann wird es so ein bisschen lockerer am Bauch. Und ich finde das mega toll. Dann habe ich mir bei Bershka was ausgesucht. Und zwar, so, ey Leute, wenn ihr, ich würde euch das einfach mal kurz rüberwerfen und ihr könnt fühlen. Es ist so weich. Einmal so eine Strickjacke. Warte, die sieht gerade ziemlich groß aus, aber die ist auch so ein bisschen gecroppt. So. Die ist richtig toll, Leute. Die ist so. Es sieht so toll aus mit einer Jeans. Hier sind die Knöpfe. Und es sieht einfach so schön aus. So ein bisschen elegant. Es sieht toll aus. Ich liebe das einfach. Und dann habe ich mir noch von Zara eine Jeanshose geholt, weil die wollte ich unbedingt. Ich wollte unbedingt nach einer so einer grauen Jeanshose suchen. Und die habe ich auch gefunden bei Zara. Die ist so eine Mom-Jeans. Genau, ich kann mal kurz aufstehen. So sitzt die. Also die sitzt auf jeden Fall sehr gut. Locker, schön. Und ja, damit kann man auch sehr gute Sachen kombinieren. Wie zum Beispiel diese Strickjacke. Dann sieht es einfach clean aus. Man sieht einfach clean aus dann. Genau. Dann habe ich noch was bei Zara gefunden. Und zwar einmal so ein Pullover. Der sitzt eng. Der ist... Ups, der sitzt eng und der ist auch ein bisschen bauchfrei, aber der ist auch so warm, der ist dick, der ist toll, der sieht toll aus, den kann man auch mit der Hose kombinieren, aber ich glaube, ich kombiniere diesen Pulli mit einer hellblauen Jeans. Ja, das habe ich mir noch ausgesucht und jetzt kommen wir auch, glaube ich, schon zu der letzten Sache, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube schon, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Leute. Ich bin nämlich die ganze Zeit so am Überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe, weil irgendwie fühlt es sich an, als hätte ich irgendwas vergessen. Naja, einmal habe ich mir bei JD dann noch so einen Zweiteiler geholt. Und zwar stehe ich am besten auch mal auf dafür. Ist das eine Adidas-Jacke? So eine Regenjacke? So eine Trainingsjacke? Die sitzt ein bisschen länger. Die ist einfach mega geil. Ich liebe die.
Und dazu dann noch die passende Hose. Also es war halt so ein Set. Ich habe die Hose erstmal gar nicht gesehen. Ich dachte, es geht nur um die Jacke. Aber ja, da war noch diese Hose dabei. Die sieht so aus. Die sitzt auch perfekt. Ich habe das in der Größe S genommen. Ja, genau, das war's, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit allen Sachen und ich kann mit allen was anfangen und ich bin echt froh darüber. Und ich hoffe, ihr hattet auch schöne Weihnachten und an alle, die nicht gefeiert haben, hoffe ich, dass ihr auch irgendwie eine schöne Zeit hattet. Und ja, genau. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!